Moin Moin und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen heute A Plague Tale Innocence. Und ja, es ist im Game Pass drin. Warum nicht mal ausprobieren? Ich kenne das nicht, ich kenne auch den ersten Teil davon nicht. Aber es wurde optimiert für die Series X, deswegen können wir uns das mal angucken. Und ich mag ja gute Geschichten, von daher, es soll ja recht gut sein. Deswegen starten wir das Ganze mal. Lassen wir uns alle überraschen. Audioausgabe. Ja. Surround-Lautsprecher? Ich weiß nicht. Wir machen das hier einfach mal. Hat Voreinstellung intensiv. Die meisten Anzeigeoberflächenelemente werden ausgeblendet. Ne, nehmen wir das mit dem Standard. Die kennt es doch noch nicht so aus. Los geht's. Oh, da liegt ja jemand. Abgeknatscht von den Ratten. Was steht da? Das Erbe der Deruns. Königreich Frankreich. 1348. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Okay. Gucken wir, was passiert. Oh, ein treuer Gefährte. An. Das Raubtier aus Gayenne strotzt vor Kampfeslust. Oh, ein süßer kleiner Hund. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaube an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Ah, okay. Lass uns weitergehen. Sieht ganz schön idyllisch aus, ne? Nicht so gut wie der Wald in... Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. In Kingdom Come. Aber auch ja, ganz gut. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte... Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder und du... Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Wie laufe ich denn? Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Sieht sehr idyllisch aus hier. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Wer zur Ritter? Wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung okay. an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ah, okay, da unten liegen sie. Machen wir doch mal. Bereit. 6 Steine. Ich weiß dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. Okay. So soll es sein. Halt LT gedrückt. Dann mal los. RT gedrückt, um dich schussbereit zu machen und lass sie los, um zu schießen. 1, 2, 4, 5. Weiter so, Amicia. Alter, die trifft aber auch wie nichts Gutes hier, du. 7, 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. 9 und 10. Was? Alleine an. Ich war zu langsam. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich.
Halt zum Rennen, er hat sie gedrückt, okay. Leon, warte auf mich! Wow, Parkour! Leon! Wo ist denn hingelaufen? Darf seinem Jäger nicht davonlaufen! Leon! Wo ist der hin? Na, Ausdauer habe ich schon am Ende. Da hinten ist er. Da bist du ja. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Okay. Hat er was gefunden? Psst. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Okay. Es trinkt. Das ist meine Chance. Nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Ja, witzig. Konnte der mich denn sehen gerade? Na gut. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Bin doch geduckt, oder nicht? Ein bisschen geduckt bin ich doch. Das ist Schwein, okay. Wow. Lass dich der Hunger immer so genau zielen. Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein. Schnell, Leon. Ich wollte gerade sagen, mit einem Stein erledigt, das wäre schon hardcore, oder? Oh, oh. Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon. Ich komme, Leon. Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Naja, müssen wir schneller gehen. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Das ist ja schlecht. Er weiß nicht, wo es ist. Okay, wohl, das ist eigentlich ganz gut, ne? Aber irgendwie auch schlecht. Ich habe Höhen noch. Was schnackt sie denn da? Oh. Die Hose war so gut wie neu. Na, jetzt ist sie gut wie dreckig. Das wird Ärger geben. Hä? So. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Wie kann denn das Wildschwein so schnell schon... Leon! Leon! Ich bin hier! Ich komme! Hund doch! Oh, da liegt er! Was ist los mit dem? Was hat denn mein Hund? Was bin der? Da denn drin? Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort. Okay. Das war ein netter Prolog. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet bei dem Spiel. Wirklich nicht. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Oh.
Krass. Also das Amicia. Ist ja... Er war ein guter Hund. Jetzt ist er ein toter Hund. Leider. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs Zimmer. Sind? Okay. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Hola. Ach nee, ist ja Frankreich. Salut. Die neuen Bolzen müssen warten. Gucken wir uns erstmal vom Hof um ein bisschen. Oh, Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. Hä? Wie komme ich denn rein jetzt hier? Ach, da sind auch noch Hütten, okay. Ich dachte, es gibt nur das eine hier. Die sind aber noch Schweine. Hallo, du dicke Sau. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ich werde es ihnen sagen. Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Kirche den Rest von uns fern. Okay. Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Hm. Oh Mann, 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 Sünde, Sünde. Tut mir leid, ne? So, sein Tierchen möchte man wirklich nicht verlieren. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Gabriel, Haus umgekommen zu sein. Ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Ah, okay. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Wo ist die Küche, oder was? Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Na gut. Vampire. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Vampire? Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Ja, jetzt hast du mich gesehen. Guten Tag. Ach, okay, hier geht's hoch. Ich jetzt hübsch aus, das Ganze, ne? Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Luis, warst du bei meiner Mutter? In der Tat, Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber... Etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne hübsche Mutter. Anhören, doch. Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden. Und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht Schließ hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Okay. Guck mal, welche Richtung sich das Ganze dreht noch. Ich muss trotzdem mal rausgucken. Kann ich da was sehen? Nee. Mal hier mal reingucken, ob die hier irgendwas hat. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? Mama, bist du 5? Da? Wo ist er? Hugo? Guck mal hier. Hier hinter? Was war denn? Ich bin's. Deine Sieht Schwester? Ganz normal aus. Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut.
Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat zwei Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Oh. Oh, oh. Durchsucht das Haus. Ist das Mama? Drücke, um nach Hugo zu rufen. Verlasse das Haus, okay. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt. Wo ist Mama? Sch. Okay, nimm sie raus. Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hä? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Er ist doch nur ein Kind. Habt ihr den Verdacht? Oh. Gabriel, Amicia. Sch. Okay, ich weiß nicht, wo ich lenken soll. Soll ich geradeaus gehen, oder? Klaut er hier die Sachen, oder? Anscheinend. Ihr hättet uns das Kind geben sollen. War es denn wirklich so schwer? Oh nein, Lea! Hört auf! Ich bin doch ein! Okay, die bringen irgendwie alle um. Ich flehe euch an. Hugo ist nicht hier. Hey du, bleib! Komm schon. Ich sag es nicht noch einmal. Halt, wo ist Hugo der Ruhm? Ah, die werden alle umgebracht hier. Und so war es wahrscheinlich damals. Amicia, was ist hier los? Mutter, ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. So, ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Das ist das Problem. Oh mein Gott, Luis. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Oh. Bitte. Eigentlich haben wir. Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Nein, nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Wo müssen wir hin? Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Es ist ein guter Mensch. Gut, wir müssen weiter. Okay, ich würde sagen, die schlachten das ganze Gestüt hier ab. Beziehungsweise alle Menschen. Natürlich für uns blöd. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, den hat sie mal K.O. gemacht. Oh, Kinder. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Okay. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Ja. Wachen, versperrt die Ausgänge. Sie sind überall. Vertraut mir.
sie uns nicht sehen. Wartet, Mama! Die können es hier nicht sehen, wenn wir hier durch das Gras wandern. Das ist natürlich cool. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Hat geklappt. Versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Oh. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard. Feiglinge. Ach, hör auf, du brichst wieder. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Hier. Ja. Ist kein Freund der Inquisition. Obwohl wir für eine edle Sache. Wie lange kann das dauern? Sag uns, was du weißt. Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg, wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Mit der Hand. Ah, okay. LB. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Wieder ein Schleichspiel. Sneaken, sneaken, sneaken. Au, mein Kopf. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Gut. Zumindest hat er den Vater. Und bald schnappt er sich auch den Sohn. Mutter, warum? Was wollen Sie von ihm? Das erkläre ich dir später. Zuerst gehen wir. Ich sehe nach. Komm lebend wieder, wir brauchen dich hier. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Wo werfen wir den Topf hin? Wo ist dein Topf? Warum halte RB gedrückt? Ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Das Geräusch, das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. So ein bisschen Regen tut uns nicht weh. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriechst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Okay. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Das muss ich jetzt machen? Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Wartet. Oh. Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Kommt mit. Ja, machen wir. Komm nicht durch. Hilfe. Na, jetzt hier vielleicht. Hat sich was bewegt, glaube ich. Ich will doch hier rüberrücken. Komm nicht, komm da nicht rüber. Ach nichts. Jetzt. Okay. Was mit Hugo? Kommt das Kind nicht hier rüber? Warte, ich komme. Ja, okay, Lisa, endlich. Das wird bis jetzt draußen. Tut mir leid, ich. Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf. Hör mir zu. Atme.
Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut, langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Alles gut, Hugo. Ja. Okay. Halt. Warum erschießen wir hier? Hopp, so geht das. Danke. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Na gut. Die Luft ist rein. Sofort. Nein. Da drüben. Nein. Hey, hier. Rührt euch nicht vom Fleck. Mann, wie dumm war das denn? Ich wollte ihn noch nicht rüber haben. Ich wollte ihn ja nicht rüberschubsen. Ich wollte doch allein. Ich habe ihn doch losgelassen. Ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein. Soll er hier bleiben, ja, genau. Dann habt ihr mehr Zeit. Na, warte mal. Wir schmeißen jetzt aber da hinten hin. Zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Warten wir ganz kurz. Was soll dieser Gast? Ich muss Ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Ja, komm. Na los. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Nichts. Hier lang. Hab ich wieder eine Hand? Ja, hab ich. Okay. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Also warte. Hier hin schön. Nein, Amicia, deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Machen wir es so. Seltsam. Was zur Hölle war das? Jetzt warten wir kurz und wenn er zurückgeht, dann gehen wir raus. Er ist nicht mehr misstrauisch auf jeden Fall. Sicher. Hier entlang. Was ist er denn? Was ist er denn? Oh. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Madame. Sie kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Oh, oh. Das nimmt kein gutes Ende. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Oh. Shit. Hugo, komm mit. Schnell. Tötet die Schwester, den Jungsoldaten lebt hier lang. Was ist los? Wo ist Mama? Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst. Kann ich nur hier längs laufen anscheinend? Vorsichtig, die Erde weht.
Oh, die werden irgendwie alle geschnappt, kann das sein? Guck mal da. Aber wir können nur springen, mehr können wir nicht machen. Tiefluft holen. Spring. Wow. Krass. Das ist Kapitel 2, die Fremden. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Krass. Ist schon ein bisschen hart alles, ne? Vater verloren, Mutter verloren. Alle anderen sind umgebracht worden. Krank. Hugo. Ja. Hugo? Na, damals so im Mittelalter möchte man auch nicht gelebt haben, oder? Das wird Mama nicht gefallen. Dass ich ins Wasser gefallen bin. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Okay, vielleicht finden wir hier ein paar trockene Klamotten. Amicia, was wollen die von uns? Ich weiß es nicht. Ich will im Moment nicht darüber nachdenken. Wir bitten Laurentius, uns zu Mama und Papa zu bringen. Ja, natürlich. Super. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da, ein Hallo, einen guten Tag oder einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.